Hallo, da sind wir wieder in unserer Weltenbummler-WG. Und es geht auch gleich hier für unsere Sache. Maya Wang den Schlüsselstein. Nee, bringe ja Maya Wang den Schlüsselstein, um antike Münzen zu erhalten. Ja, das machen wir. Aber erstmal müssen die Mädels hier ihre Koffer auspacken. So, Luisa, du darfst dann schon mal den Schlüsselstein liefern gehen. Und die gute Hanna, die darf auf die Abenteuertafel schauen. Wie ihr seht, sind wir hier in Changsimla. Ja, ich habe mich spontan entschieden, jetzt mal das Abenteuer von der Luisa weiterzumachen. Instandhaltung der Miniaturgruft. Bringe 6 Quecksilberstücke zu Wuxiu, um Simlons und antike Münzen zu erhalten. Nee, gibt's noch was anderes? Wir schauen mal erstmal alles durch. Mal gucken, was es alles gibt. Und dann können wir uns entscheiden. Hohe Jade-Nachfrage. Bringe 3 Jadestücke zu Maya Wang, um Simlons zu verdienen. Gibt's noch was anderes? Wir schauen mal. Vom Meister lernen. Trainiere mit ne, Louis zieh 2 Runden Sparring. Gibt's noch was anderes? Ja, mal gucken. Wenn nicht, nehmen wir das Sparring. Entschaltung. Jetzt bringen wir einen neuen Kupferbahn. Aha, das ändert sich. Wirf noch mal einen Blick drauf. Wollen wir mal gucken, was brauchen wir jetzt? Quecksilber hatten wir. Unersättlicher Bücherwurm. Ein selbstgespringenes Buch. Oder was haben wir noch? Wir klicken mal alles durch, was es gibt. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Quecksilberstücken. Oh, okay, dann nehmen wir, denke ich mal, den Sparringkampf da, ne? Mal gucken, wann kommt es? Jetzt ist es wieder die Jade-Nachfrage und jetzt, glaube ich, kommt, glaube ich, der Sparringkampf, ne? Vom Meister lernen. Okay, wir lernen vom Meister. Mit Sims sparren. Okay, ja, mal gucken, mit welchen Sims sollst du denn sparen? Hier sind ganz viele. Hast du überhaupt den Raketenrucksack auf? Da müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, den haben sie ja wieder abgesetzt. Wo hast du den? Ah, da ist er. Okay, dann beginn den mal zu verwenden. Und wolltest du schon wieder irgendwelche Betten machen hier oder was? Okay, und ich glaube, da musst du einmal hierher fliegen. Einmal hierher fliegen und dann diesen Haushalt hier besuchen, den Wang-Haushalt besuchen und aufpassen, dass die nicht irgendwie weggehen. Was macht, ach, die Luisa ist auch hier. ich glaube, du solltest irgendjemandem was liefern, kann das sein? War das jetzt das gleiche? War es der gleiche? Oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Mit wem solltest du hier mit Deng Wang? Und wen solltest du was liefern? Schlüsselstein liefern. Wem denn? Maya. Na, Maya. Okay, einen anderen. Fein. Du musst schon wieder ganz woanders hin. Aha, okay, dann bleiben wir erstmal bei der Hanna. Die muss ja hier noch den Haushalt irgendwie besuchen, um die hier irgendwie rauszulocken. Kommt hier einer? Ins Fenster gucken. Los, besuch den nochmal, wenn da keiner kommt. Ja, geht da irgendwo rein. Ja, wo hier die Tür ist, weiß ich auch nicht. Da kannst du mal gucken. Aber irgendwo wird schon mal einer rauskommen. Da ist jedenfalls keine. Doch, da ist eine Tür. So, aha. Willst du mit dem hier sparen? Kann das sein? Okay, ja, dann. Ach, na okay, dann spar doch gleich mal mit dem hier. Kämpfe mit dem, aber wir müssen erstmal schauen, was die Luisa macht. Ja, natürlich wieder irgendwas anderes. Ich höre sie sogar. Ich glaube, das ist sie, oder? Erstmal gucken, hast du deinen Rucksack hier? Ding, 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 ding. Wo ist denn der? Oh, Luisa. Oder hat sie den schon auf? Da ist er. Komm, beginn den mal zu verwenden und dann gucken wir mal, wo bist du denn? Du bist doch gar nicht weit weg hier. Ich höre dich doch quaken. Hä? Ah, du sitzt immer noch da. Mann! wo musst du hin? Hier musst du hin. Guck mal, hier. Einmal bitte schön hierher fliegen. Hier darfst du landen. Hier, einmal hierher in einem Sauseschritt und danach bitte schön die Schlüsselstein liefern. Und du bist hier am Kämpfen? Mal gucken. Sparren. Okay. Ups, was war das? Ach nee, das hier. Ach doch, da. Hört es sich an, halt wie ein Platsch, sag mal. Als wenn du in einem Pool gesprungen wärst. Und jetzt hast du es natürlich wieder vergessen, was du sagen solltest, ne? Ja, das kommt davon, wenn man auf den Kopf fällt. Du sollst doch nicht mit dem Kopf zuerst landen, sag mal, ne? die Hanna ist am Sparen, die ist am Sparen. Okay, wir werden aber erstmal kurz aufpassen, dass die Luisa das hier schafft, den Schlüsselstein zu liefern. Sonst, müssen wir hier wieder hinterherrennen irgendwie. Es hört sich an, als wenn hier Fußball läuft. Oh, Hanna Sims hat Deng Wang besiegt. Ergebnis 2 zu 0. Wow. Aha, und was musst du machen? Trainiere bis zu Level 10 der Kampfkunst. Bis du Level 10 der Kampfkunst erreicht hast. Zertrümmere einen Meteorstein und sprich mit Maya Wang, um antike Münzen zu erhalten. Ja, das ist so super, weil wir haben nämlich erst Kampfkunst Level 3. Okay, Moment, jetzt gucken wir mal erstmal kurz bei der Hanna, ob der Typ noch da ist.
Dann kannst du nämlich gleich mal nochmal eine Runde mit dem hier kämpfen, ne? Hier, los, spare. Du musst dann nochmal zweimal mit dem sparen, glaube ich, ne? So war das doch. Aber jetzt wollte ich nochmal hier ganz kurz gucken. Du hast ihn tatsächlich besiegt. Das finde ich ja mal toll, ne? Ah ja, okay, du hast nur Visumpunkte erhalten. Das war das. Okay, los, mit ihm sparen hier. Los, mach das. Was machst du jetzt? Ja, doch, du sparst. Okay. Dann müssen wir jetzt mal die Luisa in die Kampfarena schicken, ha? Oder warte mal, du bist doch auf dem Marktplatz. Du kannst doch eigentlich mal einkaufen gehen, erstmal kurz. Du kannst, wenn du nämlich nicht mehr kannst, dann kannst du bestimmt auch aus Büchern lernen. Also, wobei, ich weiß jetzt nicht, bis wann man das lernen kann. Aber komm, du kauf erstmal hier ein paar Bücher. Mach das mal. Und den Kramladen kannst du eigentlich auch. Ist das hier der Kramladen? Welcher war denn das jetzt hier? Ist das der Kramladen? Essenskasse? Nee. Essenskasse? Das ist der Kramladen hier, ne? Oder? Reliktkasse? Nee. Wo ist denn hier der Kramladen? Kramladen. Kramladen. Okay, dann müssen wir das noch ein andermal machen. Ist egal, nur dass ich das nie vergesse, weil ich wollte nämlich ganz gerne noch diese Kampfdinger mitnehmen. Falls wir dann mal wieder Lucky Palms sind oder sowas und sowas brauchen. Fähigkeiten. Kampfkunst, genau. Band 1. Okay, ob uns das was bringt. Aber wir versuchen es mal. Warte mal, jetzt hast du es ja im Inventar. Bringt dir das überhaupt noch was? Oder kannst du das alles schon? Ne, kannst du alles schon. Na gut, hätten wir uns sparen können. Egal. Du darfst jetzt in die Kampfarena fliegen. Wo ist denn das Ding hier, ne? Genau, die darfst du mal besuchen. Und jetzt müssen wir mal schnell gucken, was eigentlich die Hanna macht. Hast du überhaupt gar nicht mit dem gespart hier? Hast du nicht mit dem gekämpft? Hast du doch aber gemacht, oder? Okay, dann machen wir es halt nochmal, hm? Wenn das hier noch nicht erledigt ist, dann wird das wohl nicht geklappt haben, hier mit ihm zu kämpfen. Ja, er ist ganz begeistert hier von deiner Schwangbeschwörerei, sag mal. Oh, das jetzt mit ihm. Was haben die hier für eine schreckliche Tapete dran? Oh Gott. Da krieg ich mir ja einen Sehfehler. Ja, sag mal. Da wird man ja ganz wuschig. Oh, ist das ein Muster. Ja, du sollst nicht mit ihm hier rummachen, du sollst mit ihm sparen, Mensch, Mann. Ja, genau, hier, kämpf mit ihm, hier. Und der guckt so ganz finster rein hier. Mal gucken, ob er irgendwas auf dem Kasten hat hier. Los, fang da beide an. Einmal hast du ihn ja schon besiegt. Ah, guck mal, hier, dein Kampflevel steigt auch ganz toll an. Du hattest ja, glaube ich, auch die Nummer 3, also auch 3. Hast ja bald 4, cool. Aber wir müssen erstmal schauen, was die Luisa macht. Ah, ist sie überhaupt schon da? Doch, du bist gerade angekommen. Das ist sehr schön. Du darfst natürlich als erstes hier mal Styroporblätter, Bretter. Styroporblätter? Nein, Bretter. Und zwar zerdeppern, bis du nicht mehr kannst. Na gut, dann gucken wir mal, wie sie die Hannah schlägt hier. Ob sie den jetzt wieder besiegt. Aha, du hast schon mal Level 4 erreicht. Ja, jetzt hat er natürlich das Nachsehen hier, ne? Was hast du jetzt hier mit neuem Gürtelperl? Na, dann sind wir mal gespannt, was du da Hübsches anhast. Ui, das sieht aber dann doch sehr professionell bei ihm aus hier, ne? Der hat ja so eine Lichtschatten hier, solche Dinger. Der ist wahrscheinlich schneller als das Licht hier. Schneller als die Schallgeschwindigkeit. Nee, Lichtgeschwindigkeit hier. Ja, das heißt du noch nicht, ne? Das sieht aber schon ganz gut aus, was sie hier macht, ne? Ist also nicht so, dass man denken könnte von wegen, sie kann das nicht. Ah, der Sparenbericht. Erstatte Maya Wang Bericht, um antike Münzen zu erhalten. Dang Wang, Deng Wang, hat Anna Sims besiegt. Naja, okay, das wollen wir eigentlich mal, ist ja eigentlich klar, ne? So, kontaktieren. Fein hast du das gemacht. Ach so, wir wollten erstmal gucken, ob sie, wenn sie jetzt mit dem Gürtel prahlt. Ui! Ah, das steht ja auch viel besser als das blöde Braun. Guck mal hier, Handy, ja klar. Was auch sonst. So, wen sollst du denn jetzt hier kontaktieren? Na ja, klar, auf dem Markt. Wo sonst? Dann flieg mal hierher. Schön. Hierher fliegen und dann darfst du kontaktieren. Und die gute Hanna, die ist schön da am Schlagbrettbaum hier, oder wie das Ding heißt. Genau, zerbricht vom Brett. ja, dann werden wir mal gucken, wo die Hanna bleibt. Hast du fertig geprahlt? Hat sie. Okay, was wollte der jetzt hier noch? Na gut, haben wir nicht mitgekriegt. War zu schnell. Und, kommst du? Wir warten. Ja, wir können warten hier auf die Hanna, ne? Wir gucken uns derweil ein bisschen den Markt anschauen. Ah, das sah schon sehr professionell aus, Hanna. Ich bin stolz auf dich, ja. Dann geh mal da rein. Es hört sich so wirklich so an, als wenn hier einer Fußball guckt, ne? Kann das sein? Und? Ja, dann leg mal los. Erzähl ja, was du alles Tolles hier jetzt gelernt hast. Ja. Und? Meditation zum Ziel. Ach, ey.
Erreiche Level 5 der Kampfkunstfähigkeit und meditiere 2 Stunden im Gelehrtengarten. Melde dich zurück, wenn du fertig bist. Aha, du sollst auch kämpfen. Okay, dann darfst du auch in den Gelehrtengarten. Einmal bitteschön, also auch hierher. Moment, du darfst natürlich fliegen. Sonst dauert uns das hier viel zu lange. Wo ist hier der Eingang? wo ist denn hier der Eingang? Hier auf der anderen Seite? Hier gibt's keinen Eingang. Wo kommst du denn hier rein? Ach doch, hier, guck, da kannst du herfliegen. Flieg mal hierher und dann, ja, dann kannst du eigentlich gleich mal direkt hier irgendwo runtergehen. Wo willst du denn gerne trainieren? Willst du hier am Schlankbaum hier oder Bretterza? Bist du überhaupt richtig hier im Gelehrtengarten? Ach nee, du bist ja jetzt hier, ja, okay. Du bist ja gar nicht da, wo die Luisa ist. Na, dann trainierst du halt hier an dem Ding. Ist ja eigentlich egal. Du bist jetzt im Gelehrtengarten, wo du ja eigentlich erst dann meditieren sollst. Und die Luisa ist in der Kampfarena. Okay, mal schauen, Fähigkeiten. Wie weit bist du denn gekommen eigentlich? Du hast jetzt Level 4. Na gut, das dauert noch eine Weile, bis du denn Level 5 hast. Und dann sollst du noch meditieren. Wahrscheinlich kannst du erst ab Level 5 meditieren, ne? Wo bist du denn? Mal gucken. Ich denke mal, das geht noch nicht, ne? Mal gucken. Nee, ich glaube, das müsste dann dabei stehen, meditieren. Na gut, dann gucken wir mal kurz, was die gute Luisa macht, wie die sich hier anstellt. Das machst du super. Was macht eigentlich dein iPad hier, sag mal? Den haben wir gar nicht mehr gesehen. Gibt's den nicht mehr? Wollen wir mal gucken. Gibt's den? Ist der überhaupt noch irgendwo hier drin? Los. Geh mal hier ein bisschen. Ist der weggezogen? Der ist gar nicht mehr da. Dein iPad ist weg. Haben wir jetzt einen anderen hier? Den sind wir los. Na gut. Weiß nicht, sind wir jetzt darüber traurig? Ja, du solltest da hinten auch ein bisschen trainieren, ja? Das kann nur positiv sein. Welchen Level hattest du denn jetzt eigentlich? Jetzt wollen wir mal direkt nochmal schauen. Ach, du hast erst 3? Na gut, ein bisschen musst du noch, dann hast du auch den 4 erreicht. Und die gute Hanna, mal gucken, wie macht die sich? Oh Gott, das kann aber noch dauern hier, ne? Oder willst du auch lieber an so einen Dingsbums hier ran? Guck mal, hier, wie sie übertreibt. 1, 2, 3, 4. Ja, du kannst das. Super. Na gut, das kann jetzt auch eine Weile dauern hier, ne? Ja, mach mal so ein bisschen ganz lang. Mach ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. Wir können ja hier warten und euch zugucken. Ja, bis ihr soweit seid. Und ihr könnt auch ein bisschen schnell machen. Dann geht es ja ein bisschen. Ja, ist ja aber schnell Zugang hier. Glückwunsch, Anna, für die Fähigkeit. Ach, die was? Du hast schon Level 5 erreicht? Wie denn das jetzt? Hä? Der ist ja noch gar nicht oben hier. Oder? Kam der mit dem Schnelllauf nicht rüber? Da steht Level 4. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Moment, wir klicken nochmal zurück und dann klicken wir da nochmal hin und da hast du Level 4 noch. Aber da stand doch eben, du hast Level 5 erreicht. Glückwunsch, Hanna hat für die Fähigkeit Athletik eben Level 5 erreicht. Hör schneller weiter. Wenn Hanna weiter so fleißig ist, wird sie noch eine wahre Sportskanone. Ha, ach so, okay. Ja, gut, aber stand da nicht irgendwas mit meditieren oder so? Nee, okay, habe ich mich wohl verlesen. Na, okay, du hast schon mal Athletik erreicht. Okay, na, habe ich mich geirrt. Na gut, dann wollen wir sie trotzdem ja noch ganz schnell kloppen lassen hier. Ja, du schaffst das. Und was aber jetzt? Ja, jetzt hat sie Athletik. Immer noch Athletik? Nein. Du müsstest doch jetzt das nächste haben. So, da haben wir sie jetzt erstmal hier befreit und dann werden wir mal gucken. Ja, kannst jetzt eigentlich meditieren, ne? Kannst du noch? Ja, sie kann noch. Juppa. Ja, schau mal, komm, meditier mal. Entspannen. Nee, kannst du nicht direkt meditieren jetzt? Meditieren, okay. Dann hör mal auf da und dann werden wir mal gucken, wie geht's dir überhaupt? Ja, ob du das jetzt noch 2 Stunden durchhältst. Wir versuchen es einfach mal, wenn wir mal gucken. Ja, die Luisa ist natürlich auch platt. Okay, wo bist denn du eigentlich? Mal gucken. Nee, komm, geh nach Hause. Hör mal auf mit Schachspielen hier. Flieg nach Hause. Kannst was Schönes essen. Wobei, du kannst eigentlich auch einen Rucksack essen hier, ne? Hast doch genug Zeug dabei. Komm, isst mal einen Happen. Und da ist ja auch nochmal ein Happen. Und dann darfst du nach Hause fliegen. Ach, lauf doch nach Hause. Oder? Nee, komm, wir lassen sie fliegen. Ist schneller zu Hause. Und dann kannst du noch ein bisschen am PC rumbasteln hier oder was. Wo ist das Camp? Hier ist das Camp. So, du darfst einmal bitte schön hierher fliegen. Komm, flieg hierher und dann geh meinetwegen schlafen. Derweil wir mal gucken. Die gute Hanna ist ja hier jetzt am Meditieren.
Ja, das sieht sehr gut aus, Hanna. Das sieht sehr schön aus. Im Garten meditieren, genau. Du stinkst vor dich hin, bist eigentlich auch noch ziemlich müde und hungerst auch. Ja, lass mich doch ein bisschen schneller meditieren. Guck mal, wann 2 Stunden hier um sind. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wann ich geklickt habe, wann sie damit angefangen hat. Aber das werden wir dann sehen, wenn es kommt, ne? Ah, okay. Du hast es geschafft. Na gut. Du darfst jetzt aufhören, komm. Dann iss erstmal was, genau. Iss am besten gleich 2 Happen. Moment. Mach mal den Rucksack hier auf. Ja, jetzt ist er auch noch ganz total müde. Und eine Dusche darfst du dann auch nehmen. Moment, wir gucken mal, ob wir das alles hier so finden, was du hier so Schönes hast. Hier, komm her. Erstmal noch ein Happen. Und, die Dusche hat sie auch schon. Super, gucke mal. Na, okay, dann ist Feierabend für dich. Dann darfst du auch nach Hause fliegen. Wo ist das Camp? Hier ist das Camp. Gut. Flieg nach Hause und dann darfst du schlafen gehen. Dann würde ich mal sagen, die Mädels sind platt. Hat ja keinen Sinn. Wir machen an der Stelle Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was dann kommt. Bye bye.